Servus, liebe Weber-Fans. Ich war vom 25. bis 26. Oktober in Schwede und bin dort beim Gotland Grand National am Start gewesen und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Auf nach Gotland! Preise genau. Für zwei Croissants 3 Euro, aber 2 Euro. Also echt günstig bis jetzt. Kalt ist es. Und extrem kalt. Auf nach Stockholm. Was geht's? Ticket haben wir auch gekauft. 18 Euro. Für 24 Stunden. Unsere Unterkunft in Stockholm auf offener See. Wie hast du genannt? Schiffskajüte. Schiffskajüte. Unser Zimmer. Schaut ein bisschen chaotisch aus, aber ganz gemütlich. Auf dem Schiff. Man sieht, ich weiß nicht, ob man sehen kann im Video, aber es ist alles komplett schräg. Auch mit geiler Aussicht hier. Direkt auf dem Wasser. Also für einen Tag in Stockholm, in Schwede, bei 0 Grad. Orthodox Thermohose mit langer Unterhose, Unterhose, Thermo-Unterzieh-Shirt von Mefo, Unterhemd, T-Shirt, Skisocke, Wanderschuhe, Webermütze, Halstuch, Hebo Factory Handschuhe, Deutschlandkittel, Hollister Pulli und White Power Suspension. Regenjacke. Es ist schweinekalt und die Einheimischen laufen einfach in kurzer Hose rum und in Schlappe. Und wir sind komplett erfroren. Eine Sightseeing-Tour in Stockholm. Ich war gerade zum Museum, was so Schätze gibt. Ansonsten ist Stockholm echt schöne Stadt. Wenn es halt so kalt ist, dann macht es meistens keinen so Spaß. Aber trotzdem auch die Leute mega nett. Das Essen richtig gut. Zwar recht teuer, ich finde, aber echt also schöne Stadt. Extrem sauber. Und genau. Kisch und Zimtschnecke für 30 Euro. Ich habe jetzt gerade 8 Uhr, Donnerstagmorgen. Habe gestern ein bisschen Stockholm angeschaut und gehe jetzt frühstücken. Und danach geht es dann Richtung Süde nach Växjö mit dem Flieger. Und dort treffen wir dann einen Kumpel von mir, von dem ich das Motorrad bekomme. Und mit dem gehen wir dann am Freitag, also morgen, nach Gotland auf die Insel. Und dann Samstag geht's los. Ich bin richtig heiß. Inlandsflug, nicht ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil irgendwie dachten wir, wir haben schon Gepäck mitgebucht. Das heißt aber, laut dem Programm haben wir gar kein Gepäck. Und das kostet jetzt musst du kennen. 400 Kronen. Das heißt, das sind ungefähr 40 Euro. Also das geht eigentlich. Jetzt wurde mal gerade aufgerufen von der Fluggesellschaft. Maximilian Scheck und Mike Wiedemann bitte zum Schalter. Last call. Last call. Haben wir fast noch den Flug verpasst. Aber hey, das ist ein Mini-Flugzeug. Alles im Rahmen, also gerade noch Glück gehabt. Auf jeden Fall ist es ein richtig kleiner Flieger. Und das heißt von Stockholm nach Växjö. Inlandsflug. Eine Stunde. Und morgen geht es nach Gotland. Angekommen beim Hugo. In seiner schwedische schöne Wohnung hier. Und der Hugo, Tell us
a little bit about your life. I'm a enduro rider, motocross rider, enduro coach, motocross coach. I do YouTube and social media, and yeah, I've ridden a bike for like, what is it? 25 years now. I'm 27, so that's quite good. And yeah, I've been okay. I can say that much. And then I'm just fast one lap. Mike's know that. And yeah, that's me. Now I'm just having fun. That was the story of Hugo Gustafsson. Das war ein kurzer Einblick zum Hugo. Hugo ist ein guter Kumpel von mir. Ich bin früher GCC gefahren in den Anfangsjahren 2012. Und da ist er auch GCC gefahren und hat damals, ich glaube, er war Dritter in der Juniorenklasse und ich war Fünfter. Ist schon eine ganze Weile her. Und er hat mir jetzt quasi Motorrad hier zur Verfügung gestellt, weil ich habe ihn im Bülertan weitergeholfen beim GCC. Da hat er ein Motorrad bekommen von mir und ich bekomme jetzt ein Motorrad von ihm hier. Ready for the ferry? Fuck yeah! Woo! First time for Mike! Das erste Mal auf der Fähre. Wir sind jetzt auf der Fähre angekommen und das ist wirklich völlig krank, also wenn man das noch nie gesehen hat. Ein riesiges Schiff mit Restaurant, Bar, Lounge, Kinderspieleparadies. Also wirklich völlig krank. Wie im Hotel. Eisiger Wind. Ready for food? Ja, Meatballs. Swedish Meatballs. Meatballs mit Kartoffelbrei. Liter fürs Rennen. Hugo regelt es. It's expensive here in Sweden. Es wird immer kälter auf jeden Fall. Ich glaube, es hat noch gefühlt, hat es glaube noch. Also auf jeden Fall Minusgrad. Laut meinem Handy hat es aber 1-2 Grad, hat es auf jeden Fall. Erste Einblicke vom Rennen. Senioren- und Damenlauf, Samstagmittag. Wir sind gerade angekommen. Es ist extrem, steinig, rutschig. Auf, auf, auf! Jawohl. Man sieht es, es ist richtig festgefahren. Viele Steine, leicht nass. Sieht geil aus. Wir ankommen in Gotland. Das heißt Auslade. Dann geht es direkt zu der technischen Abnahme, Papierabnahme. Dann schauen wir uns noch kurz die Strecke an und ich glaube, das war's schon für heute. 450er Motocross für 3 Stunden Enduro-Rennen ist, glaube ich, perfekt. Nee, Spaß. Scheißegal, als Hauptsache Motorrad und am Motorrad nichts Größeres. Für mich ist jetzt der Lenker ein bisschen zu flach. Hier war das Spiel ein bisschen zu gering. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Spiel gemacht im Gas hier. Macht es gar nicht, wenn es so empfindlich ist. Und jetzt messen wir noch den Durchhang. Und das war es eigentlich schon. Also, ich mache da jetzt gar kein großes Ding draus, weil, wie gesagt, es liegt am Fahrer und nicht am Motorrad. Da kann es losgehen. Okay. So, that's the Transponder. Ja. Wir fahren eine Zip-Tie. One Zip-Tie. No safety. No. Okay, one more. Ja, ich glaube bei mir. Wenn wir am Auto sind, machen wir noch eine zweite dran. Now it's inspection. We need a second one. Ja. Yeah. Ich brauche eine zweite Kartenbinder, sonst ist das zu gefährlich. Wenn das Ding wegfliegt, dann habe ich verloren. Also wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei der Abnahme. Unten sehen wir das Wasser. Und wir haben jetzt gerade mal, ich glaube 16.30 Uhr und es ist schon fast dunkel. Oder es wird gerade dunkel. Verrückt. How cold is it? Not so cold. It's okay now. 3 Brille für Gotland. 2x Roll-off, 1x normal. Aber ich glaube, das große Problem wird sein, dass ich mit der Brille anlaufe bei den Temperaturen. Das heißt, dass ich eigentlich Doppelglas brauche.
aber keins dabei habe. Ja, machen wir das Beste draus. Trinkrucksack, dann Stiefel. Was ich mir noch zugelegt habe, sind Ellenbogenschoner für morgen, weil ja, der Untergrund doch sehr hart ist. Und ansonsten Weberwerke-Kombi, mein Lieblingskombi. Toko Edition, gefällt mir persönlich am besten. Und AT-Magnetschützer, die ich jetzt auch schon echt 5-6 Jahre habe und immer noch relativ gut aussehe. Und jetzt geht es erstmal zum Essen. Und das ist unsere Bleibe für die nächsten 3 Tage hier. Maxi und mein Zimmer. Küche. Und Bad. Good morning. Ready for Goodland? 8 Uhr morgens. Kleine Warm-up-Session. Frühstück für heute. Ein paar Hafer Rickrin. Hafer Rickrin. Und ein paar Brötchen noch zum Mitnehmen. Und ein bisschen Obst. Wärmesohle. Ohne die geht ja gar nichts. SOS. Wärmesohlen. Wohltuende Wärme für kalte Tage. Na, es wird schon warm. Also, wie ist die Lage? Wir sind bereit. Ja. Ja, Goodland Grand National. Die Strategie lautet Pole Shot und Sieg. Ne, Spaß beiseite. Sicher durchkommen, nicht verletzen. Ein bisschen Spaß haben, es ist extrem kalt. Und sieht auch ein bisschen nach Regen aus. Und ja, bei dir? Ja, es sieht ähnlich aus. Start brauchen wir uns nicht zu viel erhoffen. Wir stehen in der 4. Reihe. Wenn wir noch keine Ergebnisse haben. Letzte Reihe. Letzte Reihe, also es sind nicht viele 100 Leute vor uns. Aber machen wir das Beste draus, nicht stürzen, nicht verletzen. Spaß haben. Rennbericht komplett krank, also wirklich, das kann man sich wieder mal gar nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Ich glaube, das ist wie immer, wenn man eine Finne oder eine Schwede zu der Dakar schickt. So habe ich mich heute gefühlt. Also rutschig, zerbombt. Also wenn sich irgendjemand mal daheim beschwert, er war zerbombte Strecke, dann muss man mal hierher kommen. 3 Stunden lang, ein Loch nach dem anderen. Schweinekalt und rutschig, also sowas habe ich noch nie erlebt. Wirklich, also. So slippery, not normal. Muss echt gucken, dass ich hohe Gänge fahre, sonst wäre das unfahrbar gewesen. Ich habe anfangs einen scheiß Start gehabt, bin dann richtig schwer in den Fluss reingekommen mit der 450er Motocross, hat mir extrem schwer getan. Aber dann sind wir nach dem Tankstopp, eine zweite Runde wurde es dann besser. Konnte relativ gutes Speed gehen dann, habe auch echt Spaß gehabt zum Schluss. Also bin echt sauber Fahrer, versucht wenig Hinterradbremse, wenig Vorderradbremse. Hohe Gänge. Also war overall echt gut und war von der Konzentration her eins der härtesten Rennen, die ich jemals gefahren bin. Ja, also wirklich geil, hat Spaß gemacht. Ich denke, Ergebnis wird nicht ganz so gut sein, aber scheißegal, hab zu dem Ziel unverletzt und geil war's. What do you think? Ja, also was der Mike sagt, das ist unglaublich, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das ist was völlig anderes. Also ich habe mich gefühlt wie Enduro DM Uelzen oder Tuchheim Etappe. Bis 3 Stunden lang, aber nicht im Sand, sondern halt auf rolligem Kies. Nicht rolliges Kies, das ist einfach nur arschglatt. Das sind, also wir stehen hier drauf, das sind
nur Steinplatten, das ist der Wahnsinn. So rutschig. Yeah, it's Sweden. It's a bit tougher here. Grüß mich, kenn ich. Letztes Statement aus Gotland. Wir sind jetzt gleich auf der Fähre und dann geht es zurück nach Deutschland. Im Großen und Ganzen war es eine coole Veranstaltung. Es war zwar ja, extrem schwierig, weil die Strecke extrem rutschig war und auch Bedingungen, die ich davor noch nie mehr erlebt habe. Auch extrem kalt und ja, einfach ein komplett anderes Rennen. War auch mental extrem anstrengend, das ganze Rennen, weil es war so gefährlich und so rutschig, dass man wirklich 3 Stunden lang hochkonzentriert sein musste. Und die Strecke war auch extrem zerbombt. Aber ja, hat Spaß gemacht. War eine geile Erfahrung, also wenn man jemanden Bock drauf hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht lohnt, aber Maxi, lohnt sich's? Es ist Erfahrung wert, würde ich sagen. Also es ist Erfahrung wert, aber ich finde, man muss es nicht unbedingt. Also die Insel ist schön, mega schöne Gegend hier. Aber es ist jetzt kein besonderes Rennen, wo man jetzt unbedingt fahren muss, sage ich jetzt mal so. Also man muss schon sagen, es ist ja mal sehr eigen mit solche Hochkaräte am Start zu stehen, mit denen Rennen zu fahren, von denen auch mal überholt zu werden, das ist schon was sehr Besonderes. Ja, also gerade das Team Vollkommen oder auch McDonald, kenne denke ich die meisten von euch, also das ist schon extrem, wenn man von denen überholt wird, dann sieht man wieder mal, wo man eigentlich hingehört. Was wir eigentlich für Amateure sind, aber ja, das ist das Geile bei dem Sport, dass man quasi mit den Profis am Start stehen kann und quasi auch mit denen reden kann. Das hat man sonst in keinem Sport. Dann bis zum nächsten Mal und Servus.